Am gestrigen Dienstagabend empfing der SC Freiburg Red Bull Leipzig anlässlich des ersten DFB-Pokal-Halbfinals im Mooswaldstadion. Bereits im Vorfeld mobilisierte die Heimszene der Breisgauer für einen gemeinsamen Fanmarsch zum Stadion. Um kurz vor 18 Uhr liefen dann mehrere tausend SCF-Anhänger von den Westarkaden in Richtung ihres Heimbereiches der Südtribüne. Im Stadion angekommen bereiteten beide Seiten eine optische Aktion vor. Im Heimblock wurden dafür vor Spielbeginn mehrere tausend weiße Zettel verteilt, die dann koordiniert zum Anpfiff emporgehalten wurden. Neben der in weiß erstrahlenden Tribüne war auch ein Transparent mit der Aufschrift "Keine Akzeptanz für RB" zu sehen. Anschließend teilte sich der Block in Hälfte 2 noch einmal in weiß-rot-weiße Zettel, worauf im unteren Bereich drei Elemente hochgehalten wurden. Ein nur der SCF war nun auf Seiten der Freiburger zu sehen. Simpel aber wirksam. Auch die Gäste aus Leipzig hatten sich etwas für dieses Spiel überlegt. Nachdem im Block zahlreiche rot-weiße Fahnen verteilt wurden, erschien am unteren Zaunbereich ein Solo-Lipsio-Spruchband, was übersetzt nur Leipzig in Italienisch bedeutet. Gleichzeitig machten sich einige Personen der aktiven Freiburger Fanszene auf den Weg zum Nebenblock, um diese Botschaft noch abzuwandeln. Offenbar hatten die Breisgauer vom Motto der Leipziger Choreografie frühzeitig mitbekommen, weshalb nun im Nebenblock ein Senza Red Bull-Spruchband auftauchte. Dies ergänzte nun das Gesamttransparent, worauf jetzt Solo Lipsia Senza Red Bull zu vernehmen war. Übersetzt würde dies dann entsprechend nur Leipzig ohne Red Bull bedeuten. Nachdem Leipzigs Spieler Silva in der zweiten Halbzeit von einer 2-Euro-Münze am Kopf getroffen wurde, sprangen rund 20 Ultras der Heimszene über die Balustrade und pöbelten im Innenraum gegen den RB-Spieler. Nachdem sich die Szenerie wieder beruhigte, konnte die Partie jedoch fortgesetzt werden. Mit einem 1:5 Auswärtssieg zogen die Sachsen damit erneut ins Pokalfinale in Berlin ein. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.